Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu KX Street hier auf dem Pixelhängen-Kanal mit mir, dem Ray. In der letzten Folge haben wir uns ein neues Fahrzeug gegönnt, diesen 69er Ford Mustang, den wir ja ganz dezent breitgelegt haben. Und das haben auch gleich schon einige in die Kommentare geschrieben. Das ist doch das Bodykit von Gitten Junior und das ist jetzt eine Mischung aus BMW und Mustang. Geiles Timing. Ja, ja, das ist aber, wie gesagt, das Bodykit von Gitten Junior, sein RTR X, glaube ich, heißt er. Sein, ja, Mustang Drifter. Wir haben jetzt ja keinen Drifter aufgebaut, da wurde auch schon in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht aus dem Mustang eigentlich einen ursprünglichen Drifter machen wollte. Ich habe gesagt, ja, ein Ami könnte man auch als Drifter aufbauen. Vielleicht machen wir das ja auch mal noch. Vielleicht wird ja das nächste Driftfahrzeug auch ein Ami, wenn wir jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Aber nein, den wollte ich jetzt schon wirklich als, ja, Crip-Fahrzeug bzw. Rennfahrzeug haben. Manch einer hat auch geschrieben, ja, der Klang der V8 hier, dieser 5,8 Liter klingt jetzt leider nicht so geil. Manch einer hat ihn dann auch schon direkt auf den LSS geswappt. Ja, könnte man jetzt machen, aber das wusste ich ja im Vorfeld nicht so direkt, deswegen, wir bleiben jetzt erstmal dabei. Und auf lange Sicht gesehen, wir wissen ja nicht, wie lange wir das Projekt noch machen, da stehen ja noch ganz, ganz viele DLCs auch aus, ganz viele Erweiterungen. Gibt es ja vielleicht das ein oder andere Fahrzeug nochmal. Ich habe ja schon gesagt, auch den Porsche, den wir jetzt zuletzt hatten, sehe ich absolut Potenzial da, den nochmal in einer anderen Ausführung zu kaufen, zu bauen, wie auch immer. Und bei Mustang natürlich auch und von dem her, man kann ja ein Fahrzeug auch auf verschiedene Weisen aufbauen. Ja, was man vielleicht noch kurz sagen soll, bei Gitten Juniors RTR X ist es so, dass er den Felgenrand quasi, den wir jetzt hier, ich sag jetzt mal, ja, Chrom, nee, Chrom ist es ja nicht, halt hell haben, wie auch immer, ist dort grün, also da kommt diese grüne Geschichte wieder auf und er hat halt vorne an der Haube, ist auch quasi ganz viel Grünakzent mit drin. Ja, lackieren können wir so gesehen ja noch nicht oder Muster anbringen. Und ob ich jetzt diese grüne Felgen übernehmen möchte, könnte man sich überlegen. Also vom Style her, das könnte man wirklich noch im Nachhinein ändern. Schreibt es gerne in die Kommentare, wobei ich glaube, wir sind schon halber durch wahrscheinlich mit der ganzen Club-Geschichte. Und dann brauche ich es auch nicht mehr ändern. Ich glaube, ich lasse es mal so. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn es von außen hin eher so, ja, dunkelgrau gehalten ist. So war die Idee. Wir haben ja die Akzente bei den Bremssättel mit dem Grün. Ich habe es jetzt einfach ein bisschen anderer Style. Und wir haben ja vor allem auch im Innenraum diese grünen Akzente, die wir ja nicht wirklich sehen. Ich glaube aber, das liegt einfach an meiner Einstellung, die ich, glaube ich, als ich noch im Lenkrad unterwegs war, gemacht habe. Wahrscheinlich müsste ich da jetzt einfach das Sichtfeld, wobei, nee, das Sichtfeld ändert da gar nichts. Also irgendwie ist das einfach verbuggt. Gut, ist halt so, Innenraum ist mit Mustang eher blöd. Halten wir das einfach mal so fest. Weiß ich nicht, ist das am Sitz, den ich verbaut habe? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist der Sitz, den ich verbaut habe, der hier Probleme macht. Wir sitzen, die Kamera ist nämlich quasi hinterm Sitz, wenn man so möchte. Ist ja super lustig. Naja, egal. Wir fahren jetzt sowieso erstmal aus der Außenperspektive und wir wollen natürlich das Fahrzeug noch final ein bisschen einstellen, bevor wir den Club wirklich angehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das am geschicktesten? Ich hätte gesagt, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen querfeld ein, ein bisschen in der Prärie. Hätte ich eigentlich von Anfang an schon machen können. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier auf dem Parkplatz die ganze Zeit im Kreis rumgerollt bin. Aber ich wollte erstmal die paar Infos raushauen, die ich eben gerade genannt hatte. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass ihr das Projekt nach wie vor feiert, dass ihr nach wie vor damit dabei seid. Natürlich sind die Aufrufzahlen, die Klickzahlen, die Kommentare im Verhältnis zum Beginn des Projekts etwas zurückgegangen. Das ist aber auch völlig normal. Trotzdem sind da so ein paar Stammzuschauer weiterhin mit dabei. Und deswegen sage ich da einfach mal an, ja, dich, der jetzt gerade zuschaut, vielen, vielen Dank für die Treue, fürs Unterstützen. Das freut mich natürlich, dass ihr auch weiterhin so viel Spaß habt mit dem Projekt, mit mir, mit dem, was ich hier tue. So, an sich, was halt auffällt, ist, dass eben das Heck ein bisschen rumtänzelt, wenn man es ein bisschen übertreibt. Jetzt weiß ich nur nicht, das Einlenkverhalten ist eigentlich, glaube ich, okay. Es könnte ein Tick direkter vielleicht sein. Dass es so tänzelt, ist halt so eine Sache. Man müsste halt, ist halt ständig am Gegenlenken. Und jetzt weiß ich halt natürlich nicht, ob wir das entsprechend, ob wir das entsprechend wirklich wegnehmen wollen, in der Gefahr, dass er zu untersteuernd wird. Das müsste man jetzt nochmal ein bisschen überprüfen, ein bisschen gucken. Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall nochmal Optimierungsbedarf. Ich denke aber, so wie er jetzt ist, könnte man schon erstmal loslegen und gucken, wie es sich fährt. Wäre auch vielleicht mal eine Möglichkeit, einfach mal das so zu akzeptieren.
einfach mal fahren, ein Rennen, gucken, wie gut oder schlecht wir da quasi sind. Ist ja egal, wenn wir verlieren. Ich finde, das gehört ja auch mal dazu. Ist ja auch eine Erfahrung. Und können dann entsprechend von Rennen zu Rennen vielleicht das Ganze auch ein bisschen optimieren. Wäre vielleicht auch eine Sache. Ansonsten, was mir jetzt so spontan einfällt, was wir auf jeden Fall uns mal nochmal angucken könnten, wäre definitiv, ja, der Stabi. Den haben wir ja aktuell hinten tatsächlich auch härter als vorne. Das ist vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen jetzt in dem Fall. Das könnte man auf jeden Fall in erster Linie wieder ein bisschen nachkorrigieren. Und ansonsten auf der Bremse könnte man natürlich Bremsbalance etc. könnte man nochmal ein bisschen gucken. Ansonsten ist das direkte Einlenkverhalten klar. Können wir natürlich über die Spur, wobei es geht schon klar. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Einfach mal den anderen Ansatz. Wir starten einfach das Ganze. Da unten sind die Falcons. Gehen wir an. Kostet uns 8000. Ist okay. Sind wir drin. Und die Route kann schon mal berechnet werden. Zum Ring fahren wir. Und dann gucken wir aber, wie wir da so dagegen anstinken können. Ansonsten klar, natürlich Radsturz, solche Geschichten, alles nochmal Sachen, wo wir auch ein bisschen für die Fahreigenschaften nutzen können. Ich weiß jetzt nicht, es könnte sein, dass wir wirklich bei dem Fahrzeug so ein bisschen mehr Radsturz hinten brauchen. Er merkt schon, er ist schon sehr slidey. Ich meine, der Vorteil ist, wir können Kurven relativ eng nehmen, wenn es sein muss. Aber ja, in der Regel ist so, leichte Slides sind nicht immer unbedingt gerade schnell. Aber wir probieren es aus. Test for best, das ist ja auch das Spannende dann an der ganzen Geschichte. Und dann gucken wir mal, wie jetzt das erste Rennen entsprechend funktioniert. Ist das ein Golf? Tatsächlich. Also wenn ihr vom Golf lasse ich mir jetzt aber hier nicht abziehen hier. Tuning hin oder her. Ja, ein bisschen könnte man, glaube ich, das... Ja, das gehen wir nochmal an, das kriegen wir hin. Ich denke aber hinten ein bisschen die Federn. Die sind schon relativ weich eigentlich bei dem Fahrzeug, aber ja, mal gucken. Da gibt es schon noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Ich lasse gerade noch meine Gedanken wieder mal einfach kreisen. Ein Teil davon spreche ich aus, ein Teil behalte ich mal wieder für mich. Allerdings, wenn wir jetzt dann gleich zur Tat schreiten, dann werde ich da dir dann schon versuchen, nur ein bisschen meine Gedanken mitzuteilen. Das war ja auch der Wunsch von euch, dass wenn ich Dinge tune, dass ich da auch ein bisschen Bescheid gebe, warum ich das jetzt gerade mache, was die Ideen dabei sind. Aber Stand jetzt würde ich sagen, können wir ganz gut schon mal hier performen. Aber ich hatte eh das Gefühl, dass das Ding richtig gut nach vorne springt. Mein Differential ist natürlich auch so eine Geschichte. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Wir haben ja dieses andere Differential verbaut. Was genau macht. Ich glaube, ich muss da nochmal überlegen, ob ich da nicht ein anderes Diff sogar verbaue. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das Wegdrehen am Diff liegt. Also das ist nicht ein Diff-Problem. So würde ich es jetzt mal einschätzen. Ja, aber ich würde sagen, das erste Rennen ist schon mal mehr als gut geglückt. Das war, muss ich nicht mal ans Limit gehen, gefühlt. Also das hat schon mal ganz gut gepasst. Sehr schön. Dann würde ich jetzt aber trotzdem sagen, wir fahren mal zum nächsten Tuner. Ich meine, ich könnte mich jetzt auch porten. Aber da vorne ist gerade einer. Und wir nutzen jetzt jeden Meter Fahrt einfach aus, um auch ein bisschen eine Testfahrt zu haben. Warum fahre ich jetzt hier zu diesem Rennen? Ich wollte zum Tuner. Irgendwie hat mich das Symbol magisch angelockt. Vielleicht, weil da ein Porsche abgebildet ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht lockt mich das schon so an wie so eine Fliege ins Licht. Oh, Porsche. Oh. So. Ja, kommen wir zu der ganzen Geschichte jetzt hier eben. Also, achso, genau, was wir noch machen können, das ist auch noch was ich, ohne Speichern, ja. Was ich noch ganz vergessen habe,
ist natürlich ja Aero. Da haben wir ja auch noch eine gewisse Balance. Da könnte man natürlich überlegen, wir haben vorne jetzt relativ viel draufgegeben. Da könnten wir jetzt natürlich überlegen, ob wir nicht hinten ein bisschen mehr draufgeben, dass er das hinten ein bisschen einfängt. Das mit dem Luftwiderstand würde ich, glaube ich, wieder etwas dazu nehmen wollen. Da bin ich mir nämlich immer noch nicht so ganz sicher, aber das machen wir jetzt auch einfach mal schon mal, dass wir das vorne weg haben. Und ansonsten gehen wir jetzt mal die einzelnen Steps vielleicht kurz durch. Klar, Federlänge etc. pp. Habe ich auch so ein bisschen gemacht wegen Optik, aber ich glaube, ich würde ihn vorne tatsächlich doch trotzdem wieder ein bisschen höher legen wollen. Einfach vom, ja, dass es ein bisschen besser aussieht, weil wir haben ja hinten auch größere Reifen, hinten flächere Reifen. Wobei, ich bin echt am Überlegen, hinten, das ist mir im Nachhinein so aufgefallen, den Reifen doch nochmal ein bisschen abzuflachen oder vorne tatsächlich wieder groß zu machen. Ich glaube, optisch würde es wahrscheinlich mit einem kleineren Reifen besser aussehen. Das können wir vielleicht auch gerade nochmal machen, bevor wir da weitermachen. Nicht der Reifenversatz war es, sondern, da müssen wir kurz hier raus, sondern das war ja hier, dass wir vielleicht eben hinten auch, nee, das ist immer vorne, Entschuldigung, dass wir hinten auch auf minus 5 gehen. Ja. Muss jetzt nicht unbedingt. Oder vorne halt wirklich das 1 mehr wieder machen. Oder wir lassen es einfach. Ach, wir lassen es. Eigentlich ist es cool beim Ami, wenn der Reifen hinten ein bisschen mehr Profiltiefe hat. Wir lassen es einfach mal. So, sei es drum. Wir können aber hier auch kurz mal bleiben. Ich habe die Drücke hier ein bisschen verändert gehabt. Ja. Könnten hinten vielleicht nochmal. Ich würde gerne auf 1,4 gehen, aber 1,4 sagt er, nö, macht er nicht. Egal, machen wir 1,7, ist okay. Dann würde ich aber eben hier mal ein bisschen anpassen. Und ich würde sagen, wir geben ihm beim Radsturz hinten, würde ich ihm tatsächlich ein bisschen mehr geben wollen. Also quasi eigentlich einen Standardwert. Finde ich, glaube ich, jetzt nicht so verkehrt. Muss gerade überlegen. Also er ist halt sehr slidey im Midturn. So könnte er sich ein bisschen mehr auf die Flanke drauflegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was er unbedingt braucht, aber ja. Und ich würde ihm dementsprechend auch mehr Spur hinten geben, ein bisschen Stabilisierung reinkriegen. Und jetzt beim Stabi selber, das ist jetzt nämlich genau der Punkt, da sind wir hinten deutlich härter. Ich glaube, ich würde ihm einfach mal, ja, schon härtere Stabis, als wir standardmäßig haben. Da sind sie ja sehr weich. Aber ihm einfach vorne dieses etwas härtere lassen und hinten das bisschen abschwächen. Könnte natürlich, wie gesagt, ein etwas untersteuern werden, aber ich glaube, er wird nicht so krass ausbrechen. Die Federhärte ist jetzt auch nochmal so eine Sache. Ich glaube, ich würde ihm sogar härtere Federn gönnen wollen, einfach eine gewisse Direktheit reinzubekommen. Hinten ist es halt schon sehr weich. So, ich gehe mal hier ein bisschen ins Feine rein und würde dementsprechend, ja, man kann jetzt hier schon sehr hart bis sehr weich gehen. Ich würde ihm, glaube ich, aber trotzdem nochmal einen Ticken weicher geben wollen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und dann ist jetzt die Frage, wie wir es hier machen. Nachlaufwinkel würde ich, glaube ich, ein bisschen erhöhen wollen. Nachlaufwinkel sorgt eigentlich für eine gute Geradeaus-Eigenschaft, aber natürlich auch auf, je höher der ist, je mehr Belastung natürlich auf die Vorderachse, aber das kriegt der schon hin. So, dann haben wir Lenkwinkel, Ackermannwinkel. Ich würde sagen, Lenkwinkel ist eigentlich okay gewesen. Finde ich, braucht er nicht mehr aktuell. Ackermann würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir ein bisschen mehr. Ja, 42 sind zu viel, aber ein bisschen mehr. Einfach, dass er ein bisschen mehr durch die Kurve geht. Ja, wobei, wir könnten schon ein bisschen höher gehen. Komm, wir mal, lassen wir es mal so. Ist okay, oder? Oder können wir auch einen kleineren Schritt noch gehen? 39? Ja, machen wir 39, passt. So, jetzt kommen wir mal zu den Stoßdämpfern. Ein Thema, was, glaube ich, viele immer außen vor lassen, weil, keine Ahnung warum, aber eigentlich sind die Stoßdämpfer so wichtig, denn, ja, die entsprechend bringen die Federn erst richtig ans Arbeiten, würde ich mal behaupten, ja, weil Feder ohne Dämpfer würden den hier machen, die würden die ganze Zeit nachwappen und federn und wir wollen ja keinen klassischen Plattfeder-Ami haben, sondern wir wollen ja schön was Sportliches haben. Lass mich erstmal gerade gucken, wie die Werte gerade sind. Man darf ja nie vergessen, wir haben, das ist nämlich auch entscheidend, 58 vorne an der Gewichtsverteilung, 42 hinten. Achso, ihr seht die Maus nicht, ne? Ich bringe jetzt viel, wenn ich mit der Maus da drauf zeige. Aber oben seht ihr es ja, 58 vorne, 42 hinten. Das heißt, wir haben
58% des Gewichtes findet sich vorne. Dementsprechend muss die Feder vorne ja auch mehr arbeiten. Ja, deswegen ist es jetzt auch nicht verkehrt, dass die Feder gerade vorne etwas härter ist. Jetzt lass mich nur kurz gucken. Bremskraft sehe ich gerade noch aus dem Augenwinkel. Können wir ruhig auch ein bisschen erhöhen. Das passt schon. Und wir könnten sogar überlegen, kann ich die Bremsbalance auf 56 stellen? Nee, ne? Oh, das ist krass. Also es sind nur so krasse Werte möglich. Das ist schon bitter. Bei 60 ist mir zu viel. Naja, dann müssen wir es bei 55 lassen. Ist okay. So, kommen wir aber jetzt zu den Dämpfereinheiten. Ist der was? Ich gucke mir das gerade ganz kurz mal an. Also wir sehen Zugstufe, schnell, das passt alles soweit. Vorne ist auf jeden Fall immer härter als hinten. Das ist eigentlich genau alles richtig. Es ist nur sehr weich gefühlt von den Werten her. Wir haben da schon krassere Werte gesehen. Lass mich da aber ganz kurz auch mal in die Komponenten schauen. Das könnte jetzt einfach auch an der ganzen Federgeschichte liegen, oder? Haben die einfach eine höhere Federrate, wenn... Ne, das ist nochmal eine andere Geschichte. Dämpfer. Wenn ich da jetzt krassere Dämpfer verbaue, habe ich dann andere... Ja, ich denke mal einen anderen Bereich wahrscheinlich, ne? Aber das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht nachrüsten. Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal so. Diff wollte ich nochmal gucken. Und dann Dämpfer gucken wir gleich nochmal. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal das, was wir umgestellt haben. Und ja, und dann werden wir schlauer. Ich bin aber jetzt gerade am Überlegen, ob wir... Das ist nämlich jetzt ein Klatsch-Diff. Das wäre ins normale Stink-Diff. Ich würde nämlich, glaube ich, sogar auf... Das Problem ist, wir haben ja hier bei den Diff-Werten... haben wir die Sperre, das ist quasi die Prozentzahl bei der Beschleunigung. Und dann haben wir die Sperre beim... Aber jetzt muss ich kurz gucken. Ist das... Es geht von 0,4 bis 0,9. Aber was bedeutet das genau, Koeffizient? Das ist ja nicht prozentual, weil die normale Diff-Sperre ist es ja nicht. Ist ja kein... Und dann gibt es hier, wie stark die halt ist. Schub. Schub wird halt sein beim... Beim Verzögern, schätze ich jetzt mal. Ich meine, da könnte man ein bisschen drauf geben, tatsächlich einfach. Und hier würde ich es einfach mal erhöhen wollen. Müssen wir einfach mal schauen und wir geben ihm einfach mal ein bisschen mehr Sperre. So, mehr Vorspannung. Einfach mal ausprobieren. Und dann lassen wir das erstmal so. Ansonsten würde ich ein anderes Diff vielleicht nochmal verbauen. Mal schauen. Dass wir vielleicht mit einem höheren Diff ein bisschen mehr Spielraum haben. Habe ich schon gesagt, Stiff ist, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Probieren wir einfach mal aus. Test who best. Ob das jetzt allein schon die Aero, die wir verändert haben, ob das nicht schon ein bisschen die Stabi... Also er bricht immer noch aus, wie wir sehen. Ja, ist krass, wie der wegrutscht. Puh. Guck mal, ne, wenn ich jetzt gar nicht... Wie der einfach direkt quer geht. Also man kann es gut kontrollieren. Das ist jetzt halt ein leichter Slide-Bild. Also es geht schon klar, ne? Aber es ist halt, ja, es ist nicht das, was ich möchte am Ende des Tages. Aber warum ist der so? Ist er doch zu weich? Aber eigentlich... Ich kann es gerade echt... Der fehlt mir jetzt so ein bisschen das Feedback, warum er das tut. Ich kann es mir gerade keinen Reim drauf bilden, warum er so extrem... Er bricht ja sofort aus hinten. Sobald ich in die Kurve einlenke schon. So soll es ja eigentlich sein. Wenn ich jetzt ganz dezent durch die Kurve fahre und dann bricht da hinten... Das kann jetzt so viele Gründe haben. Lass mich kurz einfach nochmal ein bisschen durch die Gegend dümpeln, bis ich mal so eine Art habe oder eine Idee habe, was das jetzt sein könnte. Warum überholt er den? Also klar, wir können es über den Stabi regeln. Wahrscheinlich mit am meisten müssen wir es über den Stabi regeln. Anders... Andere Wahl haben wir da jetzt gerade nicht, weil die Aero an sich kann es nicht so sein. Aero ist da anders. Vor allem ist es jetzt, das ist ja auch bei langsamen Kurven, ne? Also, was passiert. Hm.
Gut, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal rein ins Tuning. Das wollte ich eigentlich schon das nächste Rennen fahren, aber ich bin da jetzt gerade nicht happy mit. Aber es ist ja vielleicht auch nicht schlecht, solche Probleme anzugehen. Also ich würde jetzt sogar den drastischen Fall machen. Wir geben dem jetzt einmal mal deutlich härtere Frontstabis. Den Heckstabi würde ich tatsächlich drastisch reduzieren wollen. Einfach weil ich das Gefühl habe, der hat hinten nicht so. Okay, das ist dann vielleicht ein bisschen zu krasser Wert, aber wir machen es mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Federn an sich zu weich sind, dass er sich dann so reinschaukelt oder so. Ich würde es jetzt trotzdem aber einfach mal erstmal so lassen. Und was wir vielleicht machen, ist, dass wir sogar den Ackermann sogar deutlich mehr erhöhen. Nicht jetzt unbedingt aufs Maximum, aber schon deutlich höher. Und wir, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wie wir das vielleicht mit der, mit dem Radschutz ist halt so eine Sache, aber ich glaube, so mehr Radschutz ist nicht unbedingt die Lösung da hinten, ne? Das ist, wir könnten höchstens vorne nochmal den Radschutz ein bisschen erhöhen, dass er da vorne ein bisschen aufliegt. Aber vorne, Vorderachse ist eher nicht das Problem, ne? Also deswegen. Aber wir machen es trotzdem mal. Ja, Zugstufe. Also was wir auf jeden Fall machen können, ja, ich meine, es ist nicht das Einlenkverhalten. Es ist aber auch nicht, ne? Also normalerweise könnte man über die Zugstufe, kannst du tatsächlich sehr viel übers Einlenkverhalten, aber auch aus der Kurve raus entsprechend anpassen. Druckstufe ist ja eher da das Ding. Jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich hinten die Druckstufe schon nochmal etwas weicher machen, vorne etwas härter machen. Das könnte schon mal ein bisschen helfen. Und die schnelle Druckstufe, würde ich sagen, könnten wir auch vorne etwas härter machen. Hinten würde ich es mal lassen. Und jetzt die Zugstufe. Es ist ja beim einen. Ich habe halt ein bisschen die Sorge, wenn ich das jetzt zu sehr krass ändere, dann geht das Fahrzeug gar nicht mehr um die Ecken. Wir könnten höchstens natürlich das Ding insgesamt in der Zugstufe härter machen. So. Und die schnelle Zugstufe könnten wir theoretisch aber eigentlich so lassen sogar. Würde ich mal so probieren. Also, ne, die Idee ist jetzt quasi, dass das Fahrzeug sowohl im Mid-Turn als auch beim initialen Einlenken jetzt schon noch seine Direktheit behält, aber eben nicht direkt uns das Heck quasi um die Ecken schmeißt. Er darf ja schon gern so ein bisschen leicht oversteery sein, aber wie gesagt, Drift sieht alles cool aus und man kann natürlich den Lenk Winkel, sag ich jetzt mal, den Lenkradius natürlich dadurch reduzieren, durch so einen Drift. Aber schnell ist es am Ende nicht. Schnell ist es eigentlich, wenn das Fahrzeug natürlich sehr creepy ohne Haftungsabriss um die Ecken geht. Und ja, jetzt die Kurven fühlen sich erstmal nicht verkehrt an, aber wir haben jetzt auch noch keine krassen Kurven gehabt. Ich versuche jetzt einfach mal hier rein. Also er ist immer noch leicht slidy, aber ich glaube jetzt schon, dass es jetzt schon deutlich besser ist. Fahren jetzt einfach nochmal ein paar Meter und dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein, zwei Rennen. Will euch ja nicht komplett damit langweilen. Aber ich glaube, das ist eine gute Mischung, einfach mal so am Problem direkt zu arbeiten. Ja, das ist, ihr seht, wenn man es erzwingt, kommt er immer noch rum. Aber das ist ja dann vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht, aber es ist trotzdem deutlich besser. Natürlich gibt es ja noch weiterhin Optimierungsbedarf. Aber ich glaube, damit können wir auf jeden Fall schon mal leben. Naja, jetzt könnten wir sogar überlegen, ob wir nicht sogar hinten die Aero sogar einen Tick wieder wegnehmen. Weil ich glaube, in den ganz schnellen Kurven habe ich jetzt nämlich das Gefühl, dass er eher dazu neigt. Moment, lass mich, jetzt habe ich noch nicht zu spät gebremst, dass er eher dazu neigt. Boah. Jetzt zu viel Grip auf der Vorderachse quasi aufzubauen, beziehungsweise auf dem Heck zu viel aufzubauen, so rumformuliert, und dadurch nicht mehr um die Kurven möchte.
Ja. Also der neigt sich und wankt schon extrem, finde ich. Der Mustang, wenn man jetzt einmal so drauf achtet. Ja, fahr doch mir nicht vor die Fresse. Weicht der doch schon aus. Ja, wenn ich jetzt das so... Okay. Ja, lass nochmal... Okay, hier ist ein Styler. Da wollen wir gar nicht hin. Lass uns nochmal ganz kurz angehen. Eigentlich wollte ich ein Rennen fahren, aber... Naja, man fährt halt und merkt halt Dinge und möchte es dann doch nochmal ein bisschen optimieren. Ich würde nämlich, glaube ich, dem Fahrzeug Folgendes antun. Ich würde den Stabi vorne nochmal ein bisschen weicher machen. Ein bisschen hinten... muss ich gerade gucken. Passt das soweit, würde ich sagen. Dann würde ich Aero wollte ich nochmal, also ja, anwenden. Aero wollte ich dann doch hinten nochmal etwas reduzieren. Machen wir es mal so. Oder komm, passt schon. Und hier wollte ich, jetzt lass mich kurz überlegen, ob wir ihm... Ich würde es einfach mal gerne experimentell probieren wollen. Ich gebe ihm jetzt einfach mal vorne deutlich härtere Federn. Hinten ungefähr im gleichen Atemzug auch ein bisschen härtere Federn. Ja, können schon glatt 90 machen. Natürlich ist er jetzt nicht mehr so schön eingesenkt, aber ist egal. Ich meine, wir können ja auch hier aber ein bisschen nochmal wieder tiefer legen. Was soll der Geiz? So. Federlänge ist ja immer noch krass genug, muss man ja sagen. Eigentlich könntest du den Bock richtig tief machen, sogar. Ich glaube, das würde gar nicht schaden. So. Lassen wir das mal so stehen. Und testen nochmal. Also die Idee ist jetzt, ihn ein bisschen härter zu machen, was die Federn betrifft. Ihn ein bisschen dadurch mehr Direktheit zu geben. Dass er nicht so rumwankt. Kann natürlich jetzt auch den gegenteiligen Effekt erzeugen. Das ist immer halt natürlich auch ein bisschen experimentell. Problem ist, mir fehlt halt so ein bisschen das spürbare Feedback. So, ich kann jetzt auch nur das sehen, was halt passiert. Dass die immer einen dann auch noch reinlenken müssen, wenn man so leicht in ihre Spur kommt. Ja, perfekt ist das nicht. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal ein Rennen zum Abschluss der Folge. Weil dann sind wir nämlich schon wieder durch und dann können wir einfach in der nächsten Folge da nochmal ein paar Rennen machen und dann immer wieder ein bisschen auch anpassen. Ja, lassen wir einfach mal so stehen, hätte ich jetzt gesagt. Es ist auf jeden Fall etwas besser geworden mit dem Rumrutschen hinten. Es ist immer noch da, wenn man es möchte, wenn man es will und vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass es so ein bisschen noch da ist. Das kann man ja, wie gesagt, auch zu seinem Vorteil nutzen. Das passt schon so. Gut, dann ein Rennen machen wir jetzt natürlich noch. 2 Kilometer, da können wir hinfahren. Und dann gehen wir in der nächsten Folge actionreich direkt weiter und können dann einfach zwischen den Rennen nochmal vielleicht hier und da optimieren. Vielleicht fällt mir da auch nochmal was ein. Wie gesagt, man kann jetzt verschiedene Kniffe machen. Wir können jetzt auch nochmal probieren, okay, die Federrate deutlich weicher zu machen. Die Stabi ist dafür ein bisschen härter, aber ich glaube, ich habe es jetzt eben den Stabi vorne ein bisschen weicher gemacht. Dafür die Federrate härter. Klar, natürlich, Federn ist auch irgendwo da. Wie ist es mit dem Beschleunigen? Wie ist es mit dem Bremsen? Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Fahrzeug Probleme hat oder dass es jetzt zu hart ist oder so. Also ich glaube eher, das Fahrzeug an sich war mir zu weich und jetzt ein bisschen direkter und härter ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber wir werden es jetzt sehen, einfach direkt das Rennen. Wenn wir jetzt hier direkt aufs Maul bekommen, dann wissen wir schon mal, okay, das war nicht der richtige Weg.
aber das ist okay. Also, ne, wir haben jetzt gar nicht mehr so dieses wegrutschende Heck hinten, wie ihr seht, sondern wir bleiben jetzt schön in der Spur. Das war jetzt... die Kamera... Ich dachte, ich kann da so ein bisschen den Wall-Dings nutzen. Das war natürlich nicht so gut. Quasi so ein bisschen Wall-Riding machen. Sollte man natürlich nicht, aber... Gut, wurde ich gut direkt bestraft dafür. Ist okay. Ja, ein Ticken. Vorne. Ja, mal gucken. Ich lasse mir noch ein paar Gedanken gehen. Ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig happy damit. Gut, werde ich am Ende des Tages nie sein. Aber da steckt noch ein bisschen Potenzial drin. Aber es ging jetzt schon mal in die richtige Richtung. Und es ist auch natürlich immer Fahrstilabhängig. Vielleicht, so wie es ursprünglich war, findet es der eine oder andere sogar geil. Aber da müssen wir einfach nochmal gucken. Über die Straßen jetzt hier fährt er ganz ruhig. Da schaukelt sich jetzt nichts auf oder so. Daher würde ich jetzt sagen, Dämpfer machen erstmal alles richtig. Jetzt bin ich gespannt, jetzt durch diese schnelle Kurve hier. Ich würde, glaube ich, tatsächlich überlegen, ihm vorne nochmal einen etwas weicheren Stabi zu geben. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Und ich glaube, ich würde ihm sogar den Radschluss vorne wieder ein bisschen wegnehmen. Ich glaube auch hinten wieder. Ich glaube, der braucht diesen Radsturz nicht. Also meine Sorge war, dass er halt natürlich ein bisschen übers Rad rutscht, aber ich glaube, das tut er auch so. Also das sind nochmal so Kniffe, die ich, glaube ich, in der nächsten Folge einfach nochmal probieren wollen würde. Ein Stabi vorne nochmal einen Klick weicher vorne, einen Sturz und hinten den Sturz nochmal etwas reduzieren. Einfach mal gucken, wie es sich auswirkt auch. Manchmal muss man auch einfach, ja, gucken, was auswirkt. Und so entwickelt man dann einfach am Ende was. Gibt ja immer viele Wege, um an ein gewünschtes Ziel zu kommen. So oder so sind wir auf jeden Fall jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß, konntest auch wieder ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten sehen wir uns auch ganz bald wieder in der nächsten Ausgabe. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Natürlich aber auch über ein Däumchen nach oben und über Feedback in die Kommentare. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!